Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Ich habe hier ein kleines Projekt am Laufen für eine Jagdhütte von einem Bekannten und der hatte letztens unbegebenen Besuch und hat mich also gebeten, da eine kleine Alarmanlage zu installieren und das habe ich hier mit einem Arduino gemacht und einem SIM800L GSM-Modul und ich habe also hier vier Alarmkontakte und wenn die ausgelöst werden, wird eine SMS über das SIM-Modul verschickt und man kann dann entsprechend reagieren. Und was ich euch heute zeigen möchte, ist also wie gesagt diesen Edge-Cut dazu zu erstellen, damit also die Platine genau in das Gehäuse passt, was ich dazu bestellt habe und auch die Mounting-Holes genau auf die Gehäuseverschraubungen. Ich minimiere mal hier den Schaltplan. Wichtig ist, dass wir hier beim PCB-Layout ein leeres Blatt haben. Hier darf also nichts drin sein. Es darf noch kein Edge-Cut gezeichnet worden sein, kein Platinenumriss, denn sonst schimpft dann FreeCAD, wenn ich das hier hinein exportieren möchte. So, das zum Projekt, was wir uns heute anschauen wollen. Ich schließe das hier mal, minimiere. Und das ist also hier mein IP65 Gehäuse, was ich mir gekauft habe. Es ist eine sehr hochwertige Verarbeitung, muss ich ehrlich dazu sagen. Es ist ein sehr schönes Gehäuse und es ist doch durchaus auch preiswert. Weit unter 10 Euro, also nicht mal 6 Euro. Und das ganz Tolle hier noch zusätzlich, man sieht das jetzt hier ein bisschen schlecht auf dem Bild. In diesem Gehäuse hier sind also vier Stützen und die sind mit einer Messingbuchse, die ein M3-Gewinde hat. Das ist also sehr hochwertig. Man muss hier nicht irgendwie mit Blechschrauben in Plastik hineindrehen, sondern man kann das hier wirklich sehr schön mit einer Maschinenschraube in diesem Messinghülse mit M3-Gewinde einschrauben. So, es gab dazu auch ein 3D-Modell, das wollte ich euch heute eigentlich auch dazu zeigen. Leider muss man sich da wieder registrieren. Die Registrierung kommt in Offenbarungseid gleich, deshalb habe ich das bleiben lassen und mache das hier anhand der technischen Zeichnungen und wir haben hier eigentlich unsere Maße, die wir benötigen, um jetzt diesen Edge-Cut im FreeCAD zu zeichnen und ihn dann ins KiCad wiederum zu importieren oder exportieren, je nachdem, wie rum man das sieht. So, wir starten als erstes unser FreeCAD, wechseln in die Part Design Workbench. Ich habe das hier schon mal gemacht, sagen ein neues Dokument, erstellen einen neuen Körper und klicken hier auf eine neue Skizze. Und diese Skizze erstellen wir hier in der XY-Plane und wir öffnen mit OK und sind damit im sogenannten Sketcher oder Skizzenzeichner, zu Deutsch übersetzt, und können jetzt unsere Platinenumrisse zeichnen. Dazu brauchen wir jetzt als erstes mal die Außenumrisse. Unsere Platine soll also viereckig werden. Ich zeichne das jetzt hier mal so außenrum, ein Viereck. Dann brauchen wir noch unsere vier Mounting Holes, das heißt, wir brauchen vier Bohrungen. Die platzieren wir hier schon mal grob in den Ecken. Dann schalten wir um in unseren Konstruktionsmodus. Wir benötigen noch ein Hilfsviereck, was uns dann unterstützt beim Positionieren der Bohrungen. So, jetzt brauchen wir einige Beschränkungen. Die müssen wir eingeben. Und zwar als erstes brauchen wir jetzt hier die Symmetriebeziehung zum Mittelpunkt für unser Hilfsviereck. Das erreichen wir hier oben über diesen Button und dann setzen wir hier diese drei Punkte. Damit wird das hier symmetrisch zum Mittelpunkt gesetzt. Dieses Hilfsviereck, dann sollten wir die vier Kreise mit diesem Punkt-zu-Punkt-Positionierwerkzeug auf diese Ecken setzen. Das heißt, dieser Kreis auf diese Ecke, hier auf die untere Ecke. So, damit sind diese vier Kreise jetzt auf diesem Hilfsviereck positioniert. Dann müssen wir dafür sorgen, dass diese vier Kreise den gleichen Durchmesser haben. Wir verlassen mit Rechtsklick das Werkzeug, klicken hier die Linien der einzelnen Kreise an,
werden dann grün markiert und sagen jetzt, diese Kreise sollen alle gleich sein, das heißt im Durchmesser gleich. Und jetzt müssen wir noch einen Durchmesser an sich vergeben. Wir gehen hier hinten auf das Durchmesser-Symbol, wählen das aus, haben dieses Werkzeug und können jetzt sagen, hier 3,2 mm, das ist also die übliche Bohrung für ein M3-Gewinde. So, oder für eine M3-Schraube. Damit sind diese vier Kreise jetzt alle mit dem Durchmesser 3,2 mm festgelegt und das ganze Hilfskonstruktionsviereck ist hier symmetrisch zum Mittelpunkt. So, dann sehen wir jetzt hier in unserer technischen Zeichnung, diese Platine soll also jetzt hier in diesem Bereich liegen, hier so drin, wie ich mit der Maus fahre. Diese Bereiche hier, diese Ausbuchtung möchte ich jetzt nicht haben, einfach aus dem Grund, hier kommen meine beiden Verschraubungen rein und da brauche ich den Platz eh für die Gewindemutter, die dann hier gegen auf die Verschraubung gegengeschraubt wird. Und deswegen möchte ich das freilassen. Also sie soll nur viereckig hier so drin liegen. Und wir sehen aber hier, die Herausforderung sind diese runden Ecken. Und dazu brauchen wir jetzt hier ein neues Werkzeug. Wir müssen also diese Ecken abrunden. Und das können wir hier mit diesem Werkzeug erreichen. Das heißt, er erstellt eine Abrundung. Ich wechsle hier nochmal wieder in den Zeichenmodus. Und wir erstellen also jetzt hier eine Abrundung zwischen zwei Geraden. Das ist also gerade A, gerade B und wir wollen das hier abrunden. Ich gehe hier auf die Ecke, klicke hier die Eckpunkte an und erreiche somit, dass diese Ecken abgerundet werden. Jetzt müssen wir hier diesen Radius natürlich vergeben. Und auch hier machen wir das gleiche Vorgehen wie bei den vier Kreisen. Das heißt, ich wähle hier diese Abrundung an. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Halbkreis oder Teil von einem Kreis. Wähle die an, sage auch diese Abrundungen sollen hier wieder gleich sein. Und jetzt muss ich einen Radius vergeben, keinen Durchmesser. Und ich nehme jetzt mal hier diesen Radius und vergebe den mit 2,5 mm. Wir sehen jetzt, dass unser Viereck hier also abgerundete Ecken hat und sich jetzt hier aber noch nicht symmetrisch zum Mittelpunkt verhält. Es wird hier, wie ihr seht, wird jetzt hier ein Radiusmittelpunkt angelegt. Und dieser Radiusmittelpunkt ist unser Bezug zur ehemaligen Außenecke, 90 Grad. Und diese drei Punkte müssen wir jetzt auch wieder hier über den Mittelpunkt in Symmetrie setzen. Dazu wählen wir wieder hier unser Symmetriewerkzeug aus. Den Punkt 1, den Mittelpunkt. Dann schiebe ich mir das mit Rechtsklick gedrückt halten mal ein bisschen hier nach drüben. Und hier unseren dritten Punkt. Damit ist auch dieses Viereck jetzt hier symmetrisch. Und jetzt muss ich noch die Außenkanten eingeben. Das heißt also hier ich beende mal das Werkzeug mit Rechtsklick. Das heißt, der Abstand von dieser Linie zu dieser Linie ist also dieser Punkt zu diesem Punkt hier. Und entsprechend von dieser Geraden zu dieser Geraden, das ist dann dieser Punkt und dieser Punkt hier. Wie machen wir das? Da schauen wir jetzt erstmal hier in die Zeichnung und wir brauchen als erstes einmal den Abstand von hier nach hier drüben und das sind an dieser Stelle hier 74 mm. Ich nehme hier aber dennoch 2 mm weniger. Ich möchte hier noch ein bisschen Luft haben, um auch noch eventuell Produktionsfehler ausgleichen zu können. Ich möchte das hier nicht ganz exakt drin sitzen haben. Das gibt meistens ein bisschen Probleme, deshalb wähle ich hier ein Maß von 72 mm. So, dann gehen wir hier mal in die Mitte rein. Na, und brauchen also jetzt den Abstand von hier nach hier mit 72 mm. Das ist also dieses Senkrechtbemaßungswerkzeug Punkt 1. Und Punkt 2 und wir vergeben hier 72 mm. Mit Rechtsklick beenden wir das Werkzeug und ziehen unsere Bemaßung nach außen.
Als nächstes brauchen wir dann den Abstand von dieser Kante zu dieser Kante. Der ist hier mit 96 angegeben. Auch hier mache ich die Platine wieder 2 mm kleiner. Das heißt, ich wähle hier 94 mm. So, das ist also dieser Punkt und dieser Punkt. Das sind die beiden Außenpunkte. Und ich vergebe hier ein Maß von 94 mm. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Kreise hier innen reinbringen, unsere Bohrungen. Dazu schauen wir mal, was die für einen Abstand haben. Und das ist hier einmal 58 mm von Bohrlochmitte zu Bohrlochmitte und 81,7 in der Vertikalen. Das heißt, wir brauchen hier 58 mm und hier 81,7 mm. Enter. Und ihr seht schon, jetzt passt das auch alles ineinander. Ich beende das Werkzeug. Ich ziehe mal hier meine Bemaßungen wieder ein bisschen zurecht, damit man das schöner sieht. Und ich habe jetzt hier auch wieder keine Freiheitsgrade mehr, eine vollständig eingeschränkte Skizze. Und ihr seht, über so ein Hilfsviereck kann ich hier also durch die Symmetriebeziehung über den Mittelpunkt alle vier Bohrungen oder Kreise hier sauber positionieren, ohne dass ich jetzt hier für jeden einzelnen immer die einzelnen Maße vergeben muss. So, damit sind wir soweit fertig. Wir schließen und polstern das Ganze auf. Und zwar mit 1,6 mm. Das ist aber in dem Moment jetzt hier gar nicht so entscheidend. Wir sehen also jetzt, das ist unsere Platine oder unser Platinenumriss mit den vier Mounting Holes. Wir speichern das Ganze mal. Und das ist erstmal hier in dem... Wo speichere ich das gleich mal? Unter Projekte noch mit. Und ich lege das hier gleich in dieses Projekt, in den Projektordner mit rein und nenne das also GSM Jagd. So, das ist jetzt also hier mein FreeCAD-Modell dazu speichern. Jetzt muss ich diesen Umriss also ins KiCad exportieren. Dazu wechseln wir in die KiCad Step-Up Workbench und gehen hier in die Modellansicht. Und wir benötigen jetzt hier den Sketch. Das ist das, was wir benötigen. Und ich mache hier mal einen Doppelklick drauf. Wir sehen das nochmal hier. Das ist also unser Sketch. Den müssen wir anwählen. Und wir müssen jetzt hier, das ist dieser Button, Push Pull Sketch to from PCB Edge. Den wählen wir an und werden jetzt gefragt, wo wollen wir das, in welches PCB wollen wir das reinlegen. Dazu gehen wir in den Ordner KiCad Projekte, GSM Jagd und hier das PCB-File dazu. Doppelklick. Wir sagen ja, wir wollen das überschreiben. Jetzt kommt hier New Edge Pushed to KiCad Board. Das hat also alles geklappt. Okay, okay. Und jetzt sagt er uns, dass wir also, wenn wir das geöffnet haben, nochmal schließen sollen und neu öffnen. Hier unser PCB, aber es ist eh zu. Und dann wird das also reingeladen. So, ich mache das jetzt hier mal auf. Und et voilà. Wir sehen, das ist unser Edge Cut. Jetzt haben wir hier noch ein Problem. Wir müssen die Mounting Holes positionieren. Und die Mounting Holes sind nicht diese Edge Cut Holes. Es gibt die Möglichkeit, wenn man das 3D-Modell hätte, jetzt zu sagen, dass diese Mounting Holes hier im 3D-Modell dann im FreeCAD hier positioniert werden. Ich habe aber dieses 3D-Modell nicht. Deshalb muss ich jetzt hier einen kleinen Trick anwenden. Ich schließe dazu mal das FreeCAD. Und lese jetzt im ersten Schritt mal meine Netzbauteilliste ein. PCB aktualisieren, ja. Und wir haben jetzt erstmal hier unsere Bauteile. Und jetzt muss ich also einen kleinen Trick anwenden. Ich ziehe mir als erstes mal meine Mounting Holes, meine vier Mounting Holes hier mit Move
in die Platine hinein. Die ziehe ich mir also jetzt hier in die Platine hinein und muss jetzt Folgendes machen. Ich brauche jetzt also mal ein Blatt Papier dazu und einen Stift. Den muss man sich dann mal bereitlegen an dieser Stelle. Und wir benötigen jetzt als nächstes die Positionen dieser Mittelpunkte hier von den Edge Cuts auf der Platine. Dazu zoomen wir hier mal rein, klicken dies hier an, dass das markiert wird. Ihr seht, das jetzt hier ist unser Mittelpunkt und ich kann jetzt mit E sehe ich jetzt die Position dieser Edge Cut Bohrung hier auf meiner Platine. Ich notiere mir den X- und Y-Wert. Das ist hier 107,65 und 127,5 als Y-Wert. Ich breche hier ab und lösche jetzt dieses Edge Cut. Ja, weil ich dieses Mounting Hole bringt ja das Loch eh schon mit. Ich wähle das Mounting Hole aus und jetzt hier aufpassen, nicht den Pad wählen, sondern den Footprint. Wir müssen also den gesamten Footprint hier positionieren, wählen das an und drücken wieder die Taste E. Und jetzt kommen wir hier auf unsere XY-Position und hier tragen wir die 107,65 ein und beim Y-Wert die 127,5. Damit ist jetzt unser Mounting Hole exakt auf der Stelle positioniert, wo vorher das Edge Cut war. Das wiederholen wir jetzt mit allen anderen dreien. Ich zeige es hier nochmal an diesem. Wir wählen also das Edge Cut, die Edge Cut Bohrung an, drücken die Taste E, haben jetzt also im X-Wert 189,35 und ebenfalls 127,5 für Y. Brechen ab. Die Werte sollte man sich notieren. Wir entfernen das Edge Cut Bohrloch, wechseln hier auf unser Mounting Hole, drücken Footprint, damit wird er markiert, nochmal die Taste E und tragen hier die vorgenannten Werte ein, 189,35 und 127,5. Enter und unser Mounting Hole sitzt jetzt mit dem Mittelpunkt genau exakt auf dem Mittelpunkt, wo vorher das Edge Cut war. Das wiederholte auch noch mit den anderen zwei. Damit habe ich jetzt also meinen Edge Cut, der exakt in das Gehäuse passt und meine Mounting Holes sind exakt auf den Bohrungen, die dann in diese Verschraubung hier, in diese Messingverschraubung hier oben hineinpassen. So, das war's dazu und ich wünsche euch viel Spaß beim Edge Cut erstellen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.